Servus, ich bin Simona und 13 Jahre alt. Ich habe mich vor kurzem gefragt, was bringen Gebete und für was bete ich? Und diese Fragen kann ich euch jetzt aus eigener Erfahrung beantworten. Letztes Jahr wurden viele Häuser in unserer Umgebung gebaut und da meine Schulfreundinnen eher weit weg wohnen, kam mir der Wunsch zu einer zweiten Freundin in der Umgebung hoch, mit der ich auch in der Freizeit was unternehmen kann. Ich betete dann immer in der Freizeit und wenn es mir in den Sinn kam, dass einfach deine Freundin hinzieht. Und tatsächlich, Monate später, zog dann ein Mädchen in meinem Alter hin. Durch Zufall lernten wir uns dann irgendwie kennen und wir wurden gute Freundinnen. Am Anfang war es mir wirklich gar nicht bewusst, dass Gott mir meine Gebete erhört hat, dass er meinen Wunsch erhört hat. Und meine Schwester kam dann mal zu mir und hat gesagt, dieses Mädchen ist eine Wunscherfüllung. Und da wurde es mir richtig bewusst, wie Gott meine Gebete erhört hat. Das Coole ist auch, sie ist nicht nur eine gute Freundin, sondern wir haben auch die gleichen Interessen, wie zum Beispiel Reiten oder die Jugendfeuerwehr. Bei der Jugendfeuerwehr wollte ich auch schon aufhören, weil ich immer das einzige Mädchen war. Dass sie jetzt aber auch dabei ist, bin ich wieder viel motivierter bei der Feuerwehr. Und trotzdem nicht nur zu beten, worauf man gerade Lust hat und wann es einem so passen würde, sondern auch für das, was man wirklich braucht. Denn mit echten Freunden wächst man auch dann persönlich und gemeinsam weiter, wenn nicht alles rund läuft und man kann über alles ehrlich reden, bis der Friede wieder da ist. Ich habe auch andere Sorgen, die mich bedrücken. Hier kann ich auch immer zu Jesus gehen und Veränderungen erwarten. Und diese erlebe ich dann auch immer wieder. Und damit möchte ich auch dich motivieren, immer am Gebet dran zu bleiben, egal wie lange es braucht, bis dein Gebet in Erfüllung kommt.